Happy Nikolaus! Ich wünsche euch einen ganz wundervollen Tag und herzliche Grüße zum Nikolaus. Ich weiß nicht, wie das bei dir heute war, ob du etwas vorgefunden hast in deinem Stiefel. Vielleicht so eine nette Kleinigkeit hier. Ich finde diesen Brauch von Nikolaus ja ganz wundervoll. Eigentlich ist es doch was Schönes. Man stellt so seinen Stiefel vor die Tür und dann guckt man am nächsten Tag ganz hoffnungsvoll und sieht, ob man eine Überraschung darin hat. Aber ich will nicht auf diesem Ritus irgendwie herumreiten. Wir alle wissen, dass das an manchen Orten ja auch völlig aus dem Ruder gelaufen ist. Und wenn die Erwartungen den Spaßfaktor übersteigen, finde ich, macht das gar keinen Sinn mehr. Aber darüber nachzudenken, was an Nikolaus so in die Stiefel gesteckt wird, hat mich auf einen Pfad gebracht, zu überlegen, ist es nicht eigentlich etwas Schönes, wenn wir andere mit Gutem überraschen? Ist es nicht etwas Tolles, jemandem eine Freude zu machen? Und sollte das nicht eigentlich sogar so sein, dass das zu unserem Leben, zu unserem Alltag, zu dem, was wir denken über andere und was wir dann auch tun, gehören sollte? Anderen etwas Gutes tun, eine Freude machen. Ich habe einen Bibelvers dazu aufgestöbert, ein ganz bekannter Vers. Da heißt es im Brief an die Hebräer, Kapitel 10, Vers 24, lasst uns aufeinander Acht haben, und einander anspornen zur Liebe und zu guten Werken. Ist das nicht toll? Lasst uns aufeinander Acht haben und einander anspornen zu Liebe und zu guten Werken. Und das kann an Nikolaus sein, aber es könnte ja auch die anderen 364 Tage sein, dass du überlegst, wie kann ich anderem etwas Gutes tun? Wie kann ich jemandem eine Freude machen, ihn mit etwas Gutem überraschen? Manchmal ist es ein Schoko-Weihnachtsmann oder so eine kleine Lindschachtel. Manchmal ist das vielleicht eine Karte oder ein Anruf oder eine Blume oder der Abwasch, den du spontan übernimmst. Vielleicht ein Kaffee, dem du den Kollegen bringst oder dass du bei den Nachbarn die Blätter gleich mit wegfegst. Ich glaube, da können wir ganz kreativ sein und ich lade dich ein, dir das heute durch den Kopf gehen zu lassen und vielleicht tust du einem anderen etwas Gutes und überrascht ihn, machst ihm eine Freude. Lasst uns aufeinander Acht haben und uns anspornen zur Liebe und zu guten Werken. Ich wünsche einen tollen Tag.